ja kein Ding. Wir haben die Kammer geöffnet und der Portstein ist ja, glaube ich, aktiviert. Auch wenn man den irgendwie nicht benutzen kann. Was soll das denn, Serious Sam? So, waren das alle? Sie können uns vergiften und bei ihrem Sprungangriff müssen wir besonders vorsichtig sein. Mimir, wenn du die ganze Zeit wusstest, dass wir Götter sind, wieso erzählst du uns dann etwas von Odin, der vor uns nach Jötunheim gelangt ist? Sie wollen uns doch wohl eher tot sehen. Weil wir Götter sind und eine Bedrohung für sie. Vermutlich können wir das nicht ausschließen, aber Odin ist äußerst schlau und seine Pläne sind... Genug von Odin und seiner blöden Familie. So, Atreus, kennst du jetzt ein gutes Mittelklasse-Handy? Oder hast du nur Sex mit der kindlichen Kaiserin? Alle Götter sind böse, aber wir sind es nicht. Tyr war es nicht, Freya auch nicht. Die Asengötter, die sind böse. Und weißt du was? Odin hat recht. Wir sind eine Bedrohung, weil wir wissen, was sie sind und dass wir siegen können. Naja, nicht alle von ihnen. Noch nicht. Magni hat's versucht und er ist tot. Sie sind nicht besser als wir. Ach, Kind, du bist auf einem guten Weg. Sie werden das alles bereuen. Dass du auch ein bisschen böse wirst. Dein Daddy hatte Wutprobleme in seiner Jugend. Aber vielleicht überspringt das seine Generation. Thor tadelte mich. Mich. Für deinen Mord an Magni. Mein eigener Vater nannte mich feige. Er hat wohl noch mehr getan. Hau ab, sonst bringen wir das zu Ende. Ich bring dich um. Nein. Er ist besiegt. Wozu ihn töten? Ich will, dass er für seine Worte büßt. Ich sagte nein. Aber wir sind Götter. Wir tun, was immer wir wollen. Das sagte ich zu deiner Mutter, bevor ich sie besorgt habe. Was tust du da? Das Messer ist besser als Mutters. Meine Güte. Du tötest gegen meinen Wunsch. Reiß dich zusammen. Aber du hast mich das Töten gelehrt. Ich habe dich gelehrt zu überleben.
Wir sind Götter, Junge. Das macht uns zum Ziel. Du bist von jetzt bis in alle Zeit gezeichnet. Ich lehre dich das Töten, ja. Aber nur zum Selbstschutz. Niemals zum Vergnügen. Er hat doch eh niemandem was bedeutet. Was soll's also? Es hat Konsequenzen, einen Gott zu töten! Warum? Woher weißt du das? Woher weißt du das? Hüte deine Zunge. Verstanden? Von mir aus. Warum gehen wir hier lang? Haben wir etwas übersehen? Ich weiß nicht, vielleicht. Ja, wenn der schon so sagt, haben wir es übersehen, haben wir bestimmt gar nichts übersehen. Ah nee, ja, das hatten wir ja komplett leer geräumt. Ich erinnere mich gerade. Wir schauen ständig nach oben. Für irgendwelche Schatzsachen, die man runterschleudern kann mit der Axt. Ist aber auch nicht so schlimm, wenn man mal einen übersieht. Mein Anspruch ist nicht 100%. Weiß ich noch nicht, vielleicht doch. Obwohl, dafür werde ich wahrscheinlich alles kriegen. Oder hab schon unterwegs was verloren oder übersehen. Pech gehabt. Wer sich mit Göttern anlegt? Ruhe, Junge. Du wirst jetzt unsympathischer als vorher. Guck mal, ich kann deinen Bogen steuern, Junge. Also hör auf mich, wenn ich dir sage, dass du Leute dich umbringen sollst. Wo willst du mir sagen, dass der falsche... Ah, nee. Ich Banane. Junge. Schon so lange nicht mehr gemacht. Ja, der Spielelemente, die wurden mir vor 2 Wochen erklärt, als wir das letzte Mal das Spiel anhatten. Und dann war die ganze Zeit nicht mehr. Wenn Modi uns finden konnte, kann Baldur nicht weit sein. Gut. Ich hab was mit ihm zu klären. Nein, hast du nicht. Du wirst ihn mir überlassen. Damit du ihn töten kannst. Weil wir das mit unseren Gegnern machen. Richtig? Weil er sonst uns tötet. Ich werde nur tun, was nötig ist. Und ich helfe. Nein. Danach über Leichen zu klettern? Nein, hier waren wir ja. Komischerweise.
Bin ich doof? Was ist denn der aktuell richtige Weg? Ja, einfach die Kette nehmen können. Guten Tag, Schmidti. Ich kümmere mich darum. Noch nicht. Ja! Nein! Was ist los, Psycho-Junge? Aber wie kommen wir rauf? Einen neuen Weg zum Gipfel finden. Der Junge hört nicht mehr auf mich. Ich kann mit dem keine Pfeile mehr rumschießen. Der Junge ist erwachsen geworden. Oder einfach scheiße. Vergessen. Oh, meinst du? Ich dachte, dir gefällt mein Ton nicht. Bei mir auch. Ja, ist noch eine weitere verborgene Kammer. Aber vielleicht ist die Harpie. Ach, Harpie sei schon wieder. Valkyrie besser. Obwohl, wenn der Junge jetzt nicht auf meine Befehle achtet. Hier schießt der, aber gerade gegen die Gegner wollte der nicht. Ansonsten muss ich nur die Truhe nehmen. Die Valkyrie ist bestimmt netter zu dir. Wir sollten nicht alle Valkyrien über einen Kamm scheren. Noch eine Valkyrie.
Wir retten sie doch, oder? Wenn du mit retten meinst, ihr die Flügel auszureißen, dann bin ich für ja. Schluss jetzt. Alle beide. Ich entscheide, was wir am besten tun. Das machen wir Odins Auge. Mach dich bereit. Boah, ich könnte so weinen einfach. Aber jetzt bin ich einfach so gefangen. Mach dich bereit. Du wirst jetzt meinen Sieg verpassen, wenn du jetzt gehst. Ich habe jetzt alle Schwächen analysiert. Whoa!
Del Zapfen! Ich hab dir gesagt, das ist der Try, wo ich ihn erledige! Und es hat nur eineinhalb Stunden meines Lebens gekostet! Freiheit! Der Fluch ist gebannt! Ist das ein schöner Tag? Die ist ja noch lauter als die letzte. Werteste, bitte sag uns, wieso hast du diese körperliche Gestalt und bekämpfst... Krieg die Hände, wo ich meine Brille geschmissen. Die Seele einer Walküre verdirbt in körperlicher Gestalt. Wir gehören in die Geisterwelt. Und dorthin entschwinde ich nun. Oh, ich hab kein Gespür mehr in den Armen, ey. Du Hure, ey. Ich fick jetzt deinen Schädel. Jemand hat sie zu dem hier gemacht. Aber wer? Und warum? Ich spekuliere. Und so aufgedreht, ich kann die Nacht bestimmt nicht schlafen. Ich bin Mimir. Ich habe wirklich keine Ahnung, wo ich die Brille jetzt übrigens wirklich hingeschmissen habe. Sigrun, Königin der Walküre. Sie wäre dazu fähig. Als ich sie zuletzt sah, hatte sie selbst eine körperliche Gestalt. Sie kam zu mir lange nachdem Odin mich gefangen genommen hatte. Warum? Ja, wir hatten eine Vorgeschichte, könnte man wohl sagen. Im romantischen Sinn? Junge, du lässt mich erröten. Glaube ich. Kann ich erröten? Erst jagen wir diese Kreaturen, jetzt deine ehemalige Geliebte. Solche Ablenkung brauchen wir nicht. Es ist mehr als eine Ablenkung. Vater, das sind Walküren.
Sie verhindern, dass die Toten Midgard überrennen. Dann verstehen Sie Ihr Handwerk nicht. Es ist nicht Ihre Schuld. Jemand hat Sie verändert. Von Ihrer Pflicht abgehalten. Das ist ganz Adrenalin, ey. Ja, ich bin nicht sicher. Wir sollten noch mehr befragen. Sofern diese Ablenkung gebilligt wird. Ah, oh, ist das schön. Ist das schön, ey. Fick die Henne, ey. Was eine Arbeit. Ja, es ist vielleicht dumm, keinen Wiederbelebungsstein dabei zu haben. Aber ich wollte jetzt auch nicht zurücklaufen. Das hat ja mindestens 5 Minuten gedauert. Da dachte ich, da spiele ich lieber 1,5 Stunden. Ja, und jetzt noch die beiden anderen. Nein, jetzt machen wir Feierabend für heute. Ja, aber das muss ich zusammencutten. Ja, ich muss ja eh nach Hause fahren. Mein Vater muss an den Rechner, der muss Empire spielen. Du bist gerade so gut im Flow. Ich bin gerade so gut im Flow, ich könnte kotzen. Toll, ich schaue rein und ich mache Schluss für heute. Ja, das liegt daran, dass ich einfach sehr lange jetzt an der Valkyrie gebraucht habe. Nee, ich bin nicht bei meinen Eltern in The Hood. Aber ich fahre zu meinen Eltern in The Hood, weil ich zurzeit da schlafe. So, als nächstes Valkyrie auf legendär, habe ich gehört. Du weißt, dass wir hier nicht raufkommen, oder? Ach, nee, ich mache jetzt Aufnahme, wie ich ende. Ich war jetzt schon kurz davor, einfach weiterzulaufen.